Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted 3 mit mir, dem Jan. Jetzt bin ich im Untergrund von London. Viktorianisch oder vielleicht älter. Das Zeug rostet seit einem Jahrhundert. Da geht's hoch. Vielleicht können wir hier durch. Das kriegen wir nicht vom Fleck. Sicher nicht. Hey, wartet. Da oben ist ein Gegengewicht. Ist wohl verkeilt. Einer sollte hochklettern und es irgendwie lösen. Gute Idee. Wer wohl? Mist. Okay. Okay, fast geschafft. Das sollte klappen. Wo sind wir denn hier gelandet? Gezielt. Vielen Dank für die Hilfe. Hey, das war los Auto. Okay, ab hier keine Waffen mehr. Hände hoch! Oh, oh Mann, wir sind wohl irgendwo falsch abgebogen. Ja, ist das King's Cross? Stehen bleiben! Oh, toll gemacht! Guter Junge! Was ist das denn hier? Verdammt, wo sind wir denn hier gelandet? Sowas habe ich noch nie gesehen. Eine Art Bahnhof oder sowas. Ja, das Ding ist bestimmt 200 Jahre alt. Mann, immer wenn man glaubt, seltsamer wird's nicht. Es sind die alle. Na hier, geht's lang. Macht, Jungs. Na los, wir sind sicher hier durch. Und es wird seltsamer. Wow, dieses Mauerwerk. Wahrscheinlich Tudor. 16. Jahrhundert. Haben wir erst damals alles gebaut hier, ey? Was? Irgendwie wird das Ganze hier immer unheimlicher. Nach oben. Oh. Heutzutage wohnen wir in so billigen Häusern, ey. Hey, hier drüben.
Nein, 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 nein. Im Ernst. Wer sind diese Leute? Ihre Entschuldigungen interessieren mich nicht. Er war ein Risiko und Sie wussten das. Ja, es ist bedauerlich. Nicht bedauerlich. Schlampig. Ihr Fehlurteil hätte uns alles kosten können. 400 Jahre der Suche. Endlich. Drakes Geheimnis wird enthüllt. Was soll das? Das verstehe ich nicht. Eine Fälschung. Was? Unmöglich. Ich habe ihn selbst geprüft. Das ist nicht der Ring. Ach was. Ich hatte ihn in der Hand. Er hat ihn sich um den Hals gelegt. Das ergibt keinen Sinn. Wir wurden getäuscht. Cutter. Aha. Auf die Posten, Männer, und Augen auf. Vielleicht ist man uns gefolgt. Ihr kommt mit uns. Findet sie und bringt mir den Ring. Wie ihr das macht, ist mir egal. Wo sind denn hier noch Leute? Na, die haben aber ordentlich was am Laufen hier. Seht euch den ganzen Kram an. Hey, komm schon. Wir haben keine Zeit für sowas. Ja. Ja. Was soll das? Mein Gott, weißt du, was das ist? Ist ein Buch. Da sind noch mehr. Das ist eine Bibliothek. Nicht irgendein Buch, Klugscheißer. Gehörte T.E. Lawrence. Lawrence von Arabien. Ja, ja, ja. Ich weiß, wer das ist. Verschickt aus Dorset, genau an dem Tag seines Motorradunfalls. 13. Mai 1935. Sie haben ihn getötet, als sie es hatten. Sie? Ja, sie. Sie, die, wer immer diese Leute sind. Ach komm, was für ein Unsinn. Das war ein Unfall. Ein schwarzes Auto soll ihn abgedrängt haben. Leute. Oh, dann war das also eine Verschwörung. Vielleicht. Nate. Was? Das Ding, darauf hast du 20 Jahre gewartet. Klar. Okay. Na dann los. L-O-H-D-N. Was denn? Oh, das heißt Long Hidden. Was? Wirklich? Long Hidden? Soll das ein Witz sein? Sei mir nicht böse, Mann, aber dein Vorfahr war ein verdammtes Arschloch. Oh, halt die Klappe. Es ist ein Anagramm. Golden Hind. Die Golden Hind. Drakes Schiff. Ja. Ein Hinweis. Irgendwas ist versteckt in diesem Raum. Verteilen wir uns. Wir müssen es finden. Wonach suchen wir überhaupt? Die Golden Hind. Es könnte ein Modell oder Gemälde sein. Warum glaubst du, dass sie hier ist? Sie muss hier sein. Na, sie könnte natürlich auch in der Buckland Abbey sein. Was?
Buckland Abbey, ein Ort, an dem du noch nie warst. Weiter. Da ist ein Stuhl, der aus dem Holz eines Schiffs gemacht ist. Vielleicht ist sie da drin. Ja, sie könnte eigentlich, aber... Nein. Nein, sie muss hier sein. Dieser Ort ist der Wahnsinn. Sie muss ein Vermögen wert sein. Natürlich. Da ist sie. Ich hab sie. Wo? Da oben. Die Galionsfigur von Drakes Schiff. Wer dran? Meine Güte, ey. Shit, das ist eine Falle. Sie sind hier in Deckung. Munition aus! Nehmt ihre Waffen! Na lang? Ach, meine Güte, ey. Wir müssen hier verschwinden, nein. Lauft einfach weiter, wir finden einen Ausgang. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Waffen schlechter sind. Los, wir müssen weiter. Vorsicht, Nate, die lauern hier. Ui. Wieso verschwinden die mit dem Laser immer?
Was wird hier geleuchtet? Munition. Vater, wo sind wir? Am Bahnhof North Edward. Los! Boah, Alter. Schmeiß ich das Ding? Chloe, hörst du mich? Wir kommen aus dem alten Bahnhof North Edward. Keine Zeit für Erklärung. Hier oben, schnell! Da geht's nicht lang. Sagt der Kerl, Bohnen und Speck, oh verdammt, hoffentlich halten es die Hosen aus. Cheers. Auf unseren Erfolg. Oh ja. Kommst du nicht zu uns, Herzchen? Ja. Ja. Die Karte ist der Beweis. Drake ist nicht 6 Monate durch Ostindien gegurkt. Er ist direkt nach Arabien gesegelt. Okay. Aber jetzt wird's interessant. Seht ihr das hier? Das ist John Dees Unterschrift. Wer zum Teufel ist John Dee? John Dee, einer der engsten Berater von Queen Elizabeth. Das weiß doch jeder. Ja, ja, er war Mathematiker und Navigator. Seiner Zeit weit voraus. Er hat das hier wahrscheinlich erfunden. Der stand voll auf okkulten Kram. Und zwar das richtig widerliche Zeug. Er hat alle seine Briefe an die Queen so unterschrieben. Er war ihre Augen. Der erste 007, seht ihr? 007. Ja, Miss Moneypenny. Also, weiß John Dee, der Drake nach Arabien geschickt hat? Ja, sieht ganz so aus. Dee und Elizabeth. Und Walsingham. Toll, aber warum? Das wäre dann die Millionenfrage, was?
Hier kommt T.E. Lawrence ins Spiel. Denn bevor Lawrence zu Lawrence von Arabien wurde... Klasse Film. ...war er Archäologe. Schon als Kind war er von Geschichte fasziniert, vor allem von Rittern und den Kreuzzügen. Er ist überall gewesen und hat alle Kreuzritterorte dokumentiert. Hier steht alles drin. Okay, also ich verstehe nur Bahnhof. Was zum Teufel hat das mit Drake zu tun? Wart's doch mal ab. Nach dem Krieg hat Lawrence gesagt, dass er nur nach Arabien zurückkehren würde, um einen Ort namens Atlantis der Wüste zu suchen. Die Legende taucht immer wieder unter verschiedenen Namen auf. Ubar, die verschollene Stadt Iram, die Messingstadt. Die Geschichte ist aber immer dieselbe. Oh, Stadt des grenzenlosen Reichtums. Für ihre Arroganz von Gott zerstört. Für immer vergraben im Sand der Rub al-Khadi-Wüste. Genau hier. Ja. Also das mit dem grenzenlosen Reichtum klingt gut. Und du meinst, Elizabeth und die haben Drake hingeschickt? Oh ja. Noch wichtiger ist, dass Marlow danach sucht. Also, warte. Wenn Drake von der Queen beauftragt wurde, diesen Ort zu finden, wieso die Geheimhaltung? Es sieht doch so aus, als habe er alles daran gesetzt, sämtliche Funde zu verstecken. Und das sogar vor ihrer Majestät. Ich weiß nicht. Oh, sorry, was war halt, das? Halt, warte mal einen Moment. Falls du dich erinnerst, als wir das letzte Mal um die halbe Welt gereist sind, um eine verschollene Stadt zu finden, wurde es ziemlich brenzlig. Ja, aber diesmal sind wir im Vorteil. Ich meine, Drake wusste nur die eine Hälfte und Lawrence die andere. Wir wissen alles. Und Marlow weiß gar nichts. Gibt nur ein Problem. Die Rub al-Khadi-Wüste. 600 Meilen Durchmesser. Sogar die Beduinen laufen außenrum. Und selbst wenn wir wüssten, wo sie ist, was nicht der Fall ist, würden wir sterben, bevor wir sie jetzt finden. Jetzt mal langsam. Seht ihr die Symbole hier? Ja. Sieht Zabäisch aus. Das ist Zabäisch. Genau. Die Kreuzritter haben vor 1000 Jahren nach der gleichen verschollenen Stadt gesucht. Von allen Orten, die Lawrence dokumentiert hat, sind nur zwei mit diesen Symbolen markiert. Einer in Syrien, der andere in Frankreich. Oh. Nein, ihr zwei geht nach Syrien, wir nach Frankreich. Wenn wir diesen Hinweisen folgen, finden wir Lawrence' verschollene Stadt. Das weiß ich. Und was dann? Wie kommen wir durch eine 600 Meilen lange glühend heiße Wüste? Sie liegt in der Mitte der Wüste. Also eigentlich sind's nur 300 Meilen. Oh. Ach, keine Ahnung, wir kriegen das hin. Kommt Zeit, kommt Rat, ganz einfach, was? Genau. Was sagt ihr? Ach, was soll's. Bin dabei. Boah, wie hast du bloß diesen Gestank ertragen? Ja, man gewöhnt sich dran. Wie an alles. Was zum Teufel ist das? Sag's nicht. Sieht aus, als müssten wir den Rest zu Fuß gehen. Was? Nur du findest selbst mitten in Frankreich noch einen Dschungel. Tja, das ist jedenfalls die richtige Richtung. Das Schloss sollte dort sein. Ist nicht weit. Nur los. Ja. Ist nicht weit? Dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis nächstes Mal. Ciao.